Yo, Leute, herzlich willkommen bei Biber. Ich bin Biber. Ja, in jeder Folge wieder ein ganz besonderes Video. Zum Beispiel, so gesagt, ein Ampersen-Video. Zum Beispiel, ihr habt das zum Lesen. Mein erstes neues Büro. Ja, ich habe mir einen Schreibtisch gekauft. Eigentlich habe ich mir angekündigt, aber ich habe mir einen Schreibtisch gekauft. Aber den zeige ich euch jetzt. Ich werde sagen, warum ich einen Schreibtisch habe und für was. Ich werde auch sagen. Und deswegen würde ich sagen, wir bleiben lange rum. Da schießt man mit dem Bio. Zieht euch das Bio rein. Und wir sehen uns da wieder. Ja, wie ihr eben gesagt habt, habe ich mir einen Schreibtisch gekauft. Hier ist Tisch, Modul. Also, der Schreibtisch, ich stelle euch mal hin. Also, ich stelle euch mal Glas. Genau, wie ihr eben gesagt habt, habe ich hier im Büro. Den Schreibtisch habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Hole ich hier ein bisschen raus, weil ich mal Videos sieht. Genau, dann nehme ich mal das zurück. Genau, warum ich den Schreibtisch habe, weil ich etwas brauche, wo ich mich entspannen kann und arbeiten kann. Ja, und auch vor allem auch Glas habe, wo ich auch mein Zimmer verschönern kann. Weil früher war mein Tabs, also das, weil da standen. Deswegen, damit ich besser arbeiten kann. Habe ich ganz so Schreibtisch. So. Weil immer, wenn ich Video drehe für euch, weil mein Job ist auch vor der Kamera reden. Aber das Problem ist, wenn ich da auf dem Bett sitze und die Kamera einfach am Schrank stelle, beziehungsweise auf dem Fernsehschrank, dann sieht die einfach zu schön aus. So. Und damit ich dann meine Location habe, meine Ideen habe, habe ich mir einen Schreibtisch geholt, um auch, damit ich auch schreiben kann, Briefe schreiben kann, auch Lieder schreiben kann, weil ich mal was singen will, weil mein Hobby ja singen, weil mein größter Traum ist, mein eigenes Lied werfen. Genau. Und für was ich den Schreibtisch auch geholt habe und geschenkt bekommen habe, ist für Videoreden. Das heißt, ich setze dann hier hin und dann tue ich hier Video für euch produzieren. Ja, das heißt, mit Ampersen-Video, Geschichten, Story, dann wird mal Beatcock für euch kommen. Genau. Aber gar so ein Kümmer mit morgen, weil. Ja, es ist ein Spiel. Genau, was ich auch sagen werde, beziehungsweise sagen will, ist, dass ich für meinen Schreibtisch nur so Pendel haben will. Ja, die Pendel bei mir holen will ich vielleicht ein iPad, wo ich mir hole. Ich würde mir dann zwei Pendels holen: einmal für Schreiben, ja, einmal für Tippen, weil ich mal was googeln will. Und der andere Pad ist dann für, da ich Sachen reagieren kann. Das heißt, ich will auf meinem YouTube-Kanal, will ich auf andere Kanäle reagieren. Ja, auf anderen YouTubern. Ja, zum Beispiel möchte auch Amika, Black, auch coole Wurzel reagieren. Ja, mit Magappen auf anderen Kanälen. Ich will auch auf meinem eigenen Sachen, also Video, reagieren. Genau, und deswegen will ich bei Pads haben: einmal für links und einmal für rechts. Das Ganze soll dann so aussehen. Hier ist dann frei. Ja. Und dann kommt dann die Echo hin, also den Alexa, Amazon Alexa, kommt dann hierhin.
Ja, bleib. Wir kommen hier, kommen dann die Padlets hin. Und da kommen auch noch Padlets hin. Die Gläser bleiben. Und dann bin ich mir am Überlegen, ob ich mir mal einen Laptop hole. Ja, wo ich dann einfach YouTube gucken kann, wenn ich mitarbeite. Ja, einfach für Repark. Ich habe ein bisschen gebackt, werden dann noch so Laptop holen, aber ich wollte mir eigentlich einen Tontuba holen, aber der Tontuba ist halt das Problem. Erstens, kostet viel Strom, zweitens, er braucht viel Strom und außerdem kann ich auch überall hinnehmen. Ja? Das heißt, falls ich mal unterwegs mal was gucken will, ja, und dann habe ich den Laptop immer dabei. So. Und der kostet, glaube ich, bei 1000 Euro, die man mir holen will. Ja. So. Genau. Wie ich sage, ich will mit meinem Video produzieren, sondern ich möchte auch Lieder produzieren mit der Gitarre, um auch Texte schreiben, Lieder wohl angegangen. Für die Leute, für meine Freunde, Familie oder für Prominenten oder was auch immer, damit ich dann denen was vorsingen kann. Ja? Das heißt, wenn die für mich dann Hilfe brauchen, das heißt, die Frage geben dann, wenn die dann zum Beispiel, ich will andere Leute glücklich machen, also eine Freude machen. So. Und deswegen möchte ich Lieder schreiben, damit ich andere Leute vorsingen kann und auch überzeugen kann. Ja? Mit meinem Vergessenheit möchte ich auch Lieder schreiben, wenn ich mal schlechte Laune habe oder wenn mir mit U geht oder wenn mir mal langweilig ist, dann möchte ich für mich einfach singen. Ja, das heißt, ich dann irgendwo hin und dann singe ich einfach. Genau, ich will mit Modiga schreiben und ich übe auch singen. Also ich kann sonst singen, aber halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja? Ich möchte einfach ohne Test auch singen. Ja? So, ein Lieder kann ich schon, ich kann Programme bauen, kann ich schon. Ich kann schon. Aber die andere Liga kann ich mir mal ein bisschen Englisch geschrieben singen. Ja, aber jetzt erkläre ich euch ein anderes Video, wo ich euch genau aufkläre. Das ganze Thema wird dann vielleicht am Donnerstag kommen. Falls ich gar kann, mache ich es nicht mehr. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Tipps findet. Und vor allem, was ich nur ändern soll, ob ich mir vielleicht eine neue Gitarre holen soll oder hier aber ändern soll. Ja, ihr könnt mal euer Ergebnis mal in die Kommentare schreiben, falls ihr mal gegeben habt, damit ihr mir was empfehlen könnt, damit ich hier was ändern kann. Ja, so. Und mal eine Vorstellung habe ich zum Leute zu war. Die Tabs hier liegen auf dem Fernsehtisch, will ich meine ganzen Uhren hinten. Ja? So. Der kann sozusagen der hier mein neuer Arbeitsplatz sozusagen. Ja? Weil ich mache bald Winterpause, weil im Winter, ich muss immer so schön raus ein Video drehen. Im Winter werde ich mal hier ein Video drehen. Und nicht ja im Juli, August, Mai. Februar dann wieder draußen mit Juchheim. So, genau, so soll ich dann ablaufen. Kommen wir mit dem letzten Punkt, Leute. Jetzt bleibt morgen die Frage, was würde ich mal ändern? So, die Antwort dabei, der einzige, was ich mal ändern will. Ich muss hier mehr Poster hinhängen, ja, und dann möchte ich auch noch meine Kleiderschrank, ja, meine Kleider, meine Cap, mein Kuli auch,
Dann möchte ich mal einen neuen Nachttisch haben. Dann muss neue Gitarren. Dann muss neue Handtücher, falls ich mir einen umhängen will. Aber gehört gleich ein anderes Video, weil ich mich das Video so lange, weil ich habe keinen Bock, 2 Stunden vor der Kamera regen. Und vor allem außerdem halt wegen Speicherplatz. So, als nächstes will auch Engam mo vor allem will auch Engam mo hier neue Bilder hinhängen. Zum Beispiel neue Autogrammkarten, neue Fernsehbilder haben. Dann möchte ich auch mal hier mal Bilder hinhängen. Ja, dann hier ein bisschen Deko. So Sachen, neue Glasbügel hinhängen oder Engam. Dann hier mal streichen, weil hier ja gelb, gerade auch gelb. Aber ich möchte einfach mal hier mal streichen. Ja. Ein bisschen Farbe ist Hangebrücke. Habe ich schon im Kopf. Super. Wird hier schwarz sein. Ja. Hier wird schwarz, gelb. Einfach die Meinung, weil sie einfach schön aussieht. Also hier bleibt die Farbe. Hier kommt ja wieder schwarz und da gelbiger. Geht ganz so sagen, ich gehe ganz Bumblebee. Ja, so. Genau, ich will ganz so sagen, ein reiches Zimmer haben, wo ich dann mich wohlfühle. Ja, allein hier mit der Handtücher fühle ich mich hier wohl. Ja, und auch, war auch mein Traum, so Zimmer haben, weil das war mein Traum. Und hier alles war auch mein Traum. Genau, so. Genau, beim ihr gegangen Video, Leute, schreibt eure Ideen und Kommentare, weil ich hier mal entgangen kann. Und vor allem, ich mag die Frage, was ihr mit mir empfehlen könnt. Wenn ihr mal Wünsche habt, Vorschläge habt, könnt ihr gerne in Kommentare schreiben. Das war vor allem Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt übrigens Kommentare, wie euer Büro gefällt, wie ich da von Instagram bei jedem Bild schreibe, und sage ich sehr, haben keine neue Bilder, kriegt ihr auch kein Geld. Und vor allem, kriegt ihr bei jedem Bild schreibe, kommt keine neue Video, lasst ein Abo da, gleich abonnieren, und kommt ihr gerne bei Mike und Miller, wo ihr dann habt, kriegt ihr kein Geld, zum Abo, abonnieren und gleich abonnieren. Und da würde ich sagen, haut rein, gute Nacht, und bis zum nächsten, euer Biber.